Reifen der Dimension 165 70 R14T und 205 55 R16V, also die wichtigsten Größen für Kleinwagen und die untere Mittelklasse, standen im Fokus des ADAC Sommerreifentests 2012. Hinzu kommt die Dimension 215 65 R16H für kleinere SUVs. Für die Sommerreifen haben wir grundsätzlich wieder unsere bekannten Kriterien getestet. Trockene Fahrbahn, nasse Fahrbahn, Geräusch, Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Für die Reifen für die kleineren SUVs haben wir zusätzlich noch die Traktion auf nassem Gras getestet, um die Fahrleistung abseits der Straße einschätzen zu können. 5 Reifen der Kleinwagengröße wurden mit dem Gesamturteil gut bewertet. Das bedeutet eine große Auswahl für den Verbraucher. Die Testsieger sind der Continental Eco Contact 5, der Michelin Energy Saver, der Pirelli Cinturato P1, der Apollo Amazer 3G Max und der Barum Brillantis 2. Testverlierer, insbesondere wegen seinem schlechten Verhalten auf Nässe, ist der Infiniti INF 030. Im aktuellen Test zeichnet sich ab, dass viele Reifen auf Nässe etwas besser geworden sind. Voraussichtlich aufgrund des kommenden Reifenlabels wurden die Reifen alle zugunsten des Nassgriffs ausgelegt. Auf der anderen Seite fallen mehrere Reifen wegen Verschleiß durch. Der Zielkonflikt zwischen Nässe und Verschleiß wurde hier eindeutig Richtung Nässe ausgelegt. In der Dimension 205/55 R16V, einer der meistverkauften Reifengrößen überhaupt, erhielten 5 Reifen die Gesamtnote gut. Allesamt Premium-Produkte. Mit dem Semperit konnte sich nur eine Zweitmarke im Spitzenfeld behaupten. Die Testsieger sind der Continental Premium Contact 5, der Goodyear OptiGrip, der Dunlop SP Sport Fast Response, der Bridgestone Touranza T001 und der Semperit Speedlife. Auf deutschen Straßen fahren auch immer mehr SUVs. Mit dem Test von Reifen der Dimension 215/65 R16H wurde eine wichtige Größe für kleinere SUVs unter die Lupe genommen. Dabei wurde nicht nur das Verhalten auf der Straße getestet. Bei dem Test Traktion auf nassem Gras konnte kein Reifen wirklich überzeugen als Offroad-Reifen. Lediglich Hankook und Sava konnten hier noch einigermaßen gut abschneiden. Im Gesamtergebnis wurden nur 2 Reifen mit gut bewertet. Der Continental Cross Contact UHP und der Pirelli Scorpion Verde. Dem Sava Intensa SUV nützen die besseren Werte abseits der Straße nichts. Durch sein enttäuschendes Verhalten auf nasser Fahrbahn erhält er nur die Gesamtnote mangelhaft. Fazit: Auch 2012 gibt es wieder eine große Auswahl an guten Sommerreifen. Wer sich hier nicht entscheiden kann und einfach die Winterreifen weiterfährt, der spart an der falschen Stelle. Winterreifen eignen sich im Sommer überhaupt nicht. Der Winterreifen verliert alleine vom Frühjahr bis zum Sommer, sagen wir mal von März bis August, 15% an Bremsleistung durch die wärmeren Temperaturen und die Mischung, die dadurch weicher wird.